Hi, ich bin der Tom von der PC Games Hardware und ich habe euch mitgenommen in unser neu gestaltetes Fotolabor. Denn ich zeige euch heute den Acer XB280HK. Das ist ein UHD-Monitor in 28 Zoll, was jetzt mal relativ standardmäßig klingt, wenn man sich so die letzten Monate und die Neu-Releases der Monitore anschaut. Aber was dieses Ding hat, was wir bisher noch nicht kennen, was Acer auch als revolutionäre Gaming-Performance bewirbt, ist das G-Sync-Technologie-Feature von Nvidia. Packen wir das Ding mal aus. So, dann machen wir den Monitor mal auf. Der Karton ist in einem typischen Gaming-Design gehalten, um halbwegs ansprechend zu wirken. Und wenn man das Ganze aufmacht, dann sieht man schon mal den Fußkabel und eben jede Menge Styropor. Ich kipp das jetzt mal hier so leicht nach vorne. Kann man das sehen. Der Monitor war vorher übrigens nicht nur in meiner Hand, sondern den haben auch andere Kollegen in der Branche schon testen dürfen. Ich habe diese Verpackung also nicht so ramponiert, wie sie hier liegt. Mit dabei liegen ein Stromkabel sowie ein Displayport-Kabel, um das Gerät dann auch am Rechner anschließen zu können. Ich lege es mal zur Seite. Das ist der Standfuß, der kann ohne Werkzeug montiert werden, einfach mit dieser Schraube hier. Das wird dann nachher von unten dran geschraubt. Legen wir auch mal kurz zur Seite. Und so, das ist die eigentliche Halterung für den Monitor. Die wird einfach dran geklipst, fühlt sich ziemlich stabil an, würde ich sagen, wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Und auch das Ganze ist recht stabil und funktioniert ziemlich easy von der Montage, sehen wir gleich. Auch mal kurz zur Seite. Und jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil. Weg mit dem Karton. Und tada, hier ist das Display in der Styroporverpackung. Anschlusstechnisch, ich drehe es gleich mal um, ziemlich mager, wie ihr seht. Das hat nämlich nur einen DisplayPort-Eingang, das ist aber relativ typisch für G-Sync-Geräte. Und per Kaltgerätekabel ist ein internes Netzteil hier drin, könnt ihr das Ganze dann mit Strom verbinden. Und hier hinten ist noch ein USB 3.0-Hub, kann man Geräte aufladen, Handys etc. Nicht schlecht. Und hier hinten wird dann eben dieser Monitorfuß dran geklippt. So, von vorne. Tun wir mal dieses hässliche Styropor da weg. Relativ unauffällig. Ein wenig dreckig ist der bereits bei uns angekommen, wie man sieht. 28 Zoll Bilddiagonale, 21 cm. Die reguläre UHD-Auflösung von 3840 Pixeln in der Breite und 2160 Pixeln in der Höhe. Bauen wir mal kurz auf. So, Thema G-Sync. Was macht diesen UHD-Monitor so besonders? Ja, eben diese G-Sync-Technologie. Was ist das genau? Im Video kann man es leider schlecht zeigen. Das muss man am besten live sehen. Das Ganze macht einfach Folgendes. Ihr habt eine bestimmte Framerate im Spiel, sagen wir mal 40 FPS, und euer Monitor gibt normalerweise Bilder in 60 Hertz aus oder eben in 120 oder 144 Hertz. Und diese Differenz, die sorgt immer für ein bisschen Stottern, Lags oder auch Tearing, was man im Bild sehen kann. Und das Ganze vermeidet diese Technik eben, indem die Bildwiederholrate des Monitors immer mit der des Spiels gleichgesetzt wird. Wenn ihr also 28 FPS habt, dann werden auch nur 28 Bilder in der Sekunde vom Monitor angezeigt. Sind 60, werden 60 angezeigt. 58, 58 und so weiter. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das sorgt für ein besonders ruhiges Bild und auch die Eingaben fühlen sich relativ direkt an. Das ist sehr angenehm, gerade wenn man in so einem Framerate-Bereich zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde ist. Und das ist eben mit der aktuellen Performance der Grafikkarten so ein Limit, wo wir ungefähr drin hängen im UHD-Bereich mit dieser hohen Auflösung. Ansonsten hat der Monitor noch ein paar ganz nette Ergonomie-Optionen. Das Ganze kann man nämlich hier Höhen verstellen. Und dann kann man das Ganze auch noch drehen und vertikal betreiben, wenn man möchte. Und wie man hier jetzt gerade schon auch ein bisschen gesehen hat, kann man das Ganze noch nach vorne und nach hinten kippen. Und drehen kann man das Ganze dann halt mit dem Fuß natürlich auch ein wenig. Also für einen Gesamtpreis von aktuell ungefähr 550 Euro ist das ein durchaus interessantes UHD-Gerät für Interessenten davon. Die genaueren Testdaten wie Reaktionszeiten etc. lest ihr im Online-Test, der diesem Artikel beihängt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß!